Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever Projekt Schönbau Minden. Und ist meine Kamera, ist in Ordnung so? Schon, ne? So, meine Freunde, ich hatte was ganz Interessantes in unserem Minder Tageblatt gelesen, beziehungsweise mein Vater hat mir davon erzählt. Und das werde ich jetzt heute mal hier ändern. Bei uns ist es so, dass die Eurobahn zwischen Bielefeld und Nienburg halt den Verkehr macht. So, und da irgendwie ihre Triebwagen kaputt sind, ihre Dieseltriebwagen, und die das natürlich nicht geschissen kriegen, die zu reparieren, hat die Eurobahn aus, ich weiß jetzt gar nicht mehr, aus der Schweiz, glaube ich, oder irgendwo zumindest da oben in Österreich, Züge gemietet, beziehungsweise einen Zug. Und ja, es ist ein sehr toller Zug. Ich zeige euch den einmal kurz. Ich habe leider nur ein Foto gefunden. Ihr seht es einmal hier, eine Baureihe 110. Hier steht auch drinnen Minden-Westfalen, der RE870. Und Entschuldigung, der fährt nur zwischen Nienburg und Minden, nicht zwischen Nienburg und Bielefeld. Nur Nienburg und Minden. So, hier noch ein paar alte 6, also Abteilwagen mit 6 Sitzplätzen jeweils da hinten dran, 4 Stück. Und am anderen Ende sitzt eine beige-blaue 111, weil der Triebwagen, also ich habe keinen Steuerwagen, haben sie einfach zwei Loks gemietet. Und da sie keine Lokführer haben, die die Dinger bedienen können, haben sie noch welche aus der Rente geholt, sind zwei 67-jährige Lokführer, die halt jetzt dann abwechselnd den ganzen Tag da hin und her fahren. Ja, und ich würde sagen, da das denn so eine schöne Geschichte ist, würden wir jetzt mal meine beiden Triebwagen runternehmen von der Strecke und den wunderschönen Zug. Ich hoffe mal, ich kriege den mit 4 Wagen hin. Wegen der Länge. Ansonsten nur 3. Und dann lassen wir den da fahren. Auch eine cool, oder? So, können wir jetzt zurück ins Spiel. So. Müssen wir mal gucken. Wir haben ja jetzt. Wo ist er denn? Hier ist er. Gerade. Er ist ja eh voll. Und wir haben 80 Meter. Gleislänge, ne? War das? 80 Meter. Mal gucken. 100 Meter sogar. Das ist natürlich schön. Und ich habe übrigens auch Lokum zu Nienburg geändert, ne? Weil eigentlich, ich weiß auch gar nicht, warum ich das Lokum genannt habe. Lokum gibt es auch, aber Lokum hat gar keine Bahnanbindung. Und Nienburg hat wirklich eine. Wie gesagt, da fährt der RE 78 auch hin. So. 100 Meter mal zur Verfügung. Perfekt. Dann 120. Dann werden wir das, denke ich mal, mit den ihr Wagen auf jeden Fall hinkriegen. Und nur hoffen, dass wir die Loks finden. So. Das ist eine sehr witzige Geschichte und da muss ich natürlich gleich dran denken. Besser geht's ja gar nicht. Ändern wir das doch mal hier bei uns auch. So. Also, die blaue 110. Jetzt gibt's natürlich da eine mit ohne Frontstange. Ach du, keine Ahnung. Da ändert sich ja nichts außer das Baujahr. Wir nehmen jetzt mal die Zweier. Die ist noch ein bisschen neuer. Ich glaube, die waren von Baujahr 1967, die jetzt bei uns rumfahren. Dann müsste es ja die 10-2er sein. Ist ja auch egal. So genau. Setzen wir da keinen Wert drauf. Und dann nehmen, gucken wir jetzt mal, ob wir die Wagen finden. Hoffentlich habe ich die. Oh ja. Haben wir sogar. Die auch noch in länger. Die passen nicht. Die hier. Könnten wir die auch nehmen. Waren das jetzt die in... Ich muss mal gerade gucken. Waren das jetzt in... Ne, die waren auch in so einem dunkleren Blau. Aber die werde ich wahrscheinlich jetzt nicht haben. Ne. Höchstens halt die hier. Aber die sind mir zu kurz ein bisschen. Die Einheit zu hangen. Wurden großer Stückzahl gebaut. Aber das... Könnten, das sind die nicht wegen den Türen allein schon. Ich würde sagen, wir nehmen dann ruhig die hier. Auch wenn die jetzt von der Farbgebung her ein bisschen anders sind, aber das ist auch egal, ne? Das sind übrigens nur zweite Klasse, nur erste Klasse. Nur zweite Klasse Wagen. Genau, 4 Stück. Zack, zack, zack. Und elektrisch kommt jetzt hinten dann noch eine 111er ran. In beige und blau. Und wo sind denn da? 100,
51, 111er. Da. Und die fährt dann an der anderen Seite. Weil ja, wie gesagt, ein Triebwagen da ist, so wird der Zug dann einfach umgedreht. Also beziehungsweise Lokführer stiefelt dann in eine andere Richtung und dann, ja. Machen wir, ersetzen wir mal. Es gibt, ach, Elektro. Dann ist die Strecke doch elektrifiziert worden. Ja, richtig. Der muss ja, ne? Dann wollen wir die mal gerade noch elektrifizieren. Weil früher war es nämlich, war es noch nicht elektrifiziert. Wahrscheinlich ist sie im Nachhinein dann damit zugekommen. Das ist Kollision mit Terrain. Ja, oh nein. Muss ich den Bahnhof nochmal abreißen? Ach. Na egal, machen wir das. Ich fand das auf jeden Fall eine sehr witzige Angelegenheit. Und dann habe ich mir gedacht, kommt, Leute. Warum nicht? So, aber die bleiben auf jeden Fall Diesel, keine Elektrozüge da hinfahren lassen. Zum Kohlewerk. So. Das können wir alles elektrisch dann machen. Zack. Upsdi, upsdi. Ja, hier ist alles elektrisch. Hier auch, ne? Ne, hier nicht. So. Auch alles elektrisch. Müssen wir hinten nur noch einmal gerade leider den Bahnhof. Geht jetzt nicht wegen, weil die Strecke da schon direkt dran sitzt. Heißt, wir müssen jetzt entweder einmal gerade den Bahnhof abreißen. Oder mal gerade kurz wegmachen. Und den da gleich direkt wieder neu hin. So, 160 Meter, ein Gleis, Oberleitung, ja. Machen wir noch auf Höchstgeschwindigkeit, dann sieht das farblich aus. Und dann geht das nicht. Also kommt das auch mal weg. So. Und dann kommen hier die Strecken wieder daneben. Wieder ein Auto, oh mein Gott. Zeit vergeht aber auch. Zack. Zack. Hatte ich ein Signal hier weggerissen, das hatte ich gerade gesehen. Perfekt. Dann können wir das auch elektrifizieren, ja. Ach. So. Sehr schön. Haben wir den Fahrzeugsatz gespeichert? Den haben wir gespeichert. Oh, wir sind jetzt bei 140 Metern. Wir sind nur... Das ist zu lang. Ärgerlich. Aber leider auf... Das ist auch zu lang. Okay, das ist aber nicht so schlimm, weil die Lok halt in, dann halt ein bisschen übersteht. Das ist jetzt, finde ich, jetzt nicht so dramatisch. Aber diese Bahn ist auch nur 120 Meter. Länger kann ich es halt nicht machen, weil es passt im Innen sonst nicht. Gut, müssen wir hier einen kleinen Kompromiss finden. Sind wir hier halt nur bei 3 Wagen. So, sofort ersetzen. Steigen wir hier mal ein. Und dann werden wir jetzt gleich einmal schön den Triebwagen der DB Regio hier erstmal schön tauschen. Gegen diese tolle Konstruktion, aber hoch, wir leben ja in Deutschland, ne? Da werden halt dann schon mal, weil irgendwelche Wartungsteile mal wieder fehlen oder weiß der Kuh was, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht geschissen kriegen. Ist es jetzt halt so, dass hier eine wunderschöne alte Zug fährt und der Schaffner sagte, er hat das Gefühl, seit es die Strecke gibt, hier sind hier viel mehr Passagiere und die meisten kommen eigentlich auch nur, um mit dem Zug zu fahren und die Loks zu fotografieren und die alten Wagen noch. Also im Prinzip ist es mehr eine Museumsbahn geworden. Und hat dadurch auch noch mehr Besucher, mehr Fahrgäste. Und ja, für Nordwest, also für die Eurobahn lohnt es sich. Und ja, wieder eine Attraktion reicher hier. Fand ich sehr amüsant. So, jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt wird es ja gleich getauscht, wie das aussieht. Bin echt mal gespannt. Ja. Raus. 68 können wir jetzt transportieren. Ich glaube 23 können, oh, können wir eine Person mehr transportieren. Was ist jetzt los hier? Okay, den Lok sehen wir jetzt gerade nicht. Aber jetzt.
Oh, schönes Pfeifen. Gucken wir uns den Zug einmal hier an. Ja, und so fährt er jetzt hier den ganzen Tag zwischen Nienburg und Minden hin und her. Ah, ich find's geil. Überhaupt Teilbahn. Ja, doch top, oder? Was sagt ihr dazu? Man muss halt einfach auf Ideen kommen. Abteilwagen, ne? Ja, genau, das sind die Abteilwagen. Dann passt das sogar. Perfekt. Gut, und ich sehe es da hinten, seht ihr es auch schon rumfliegen, das Flugzeug. Darum wird es sich jetzt auch noch drehen. Weil es gibt nämlich eine wunderschöne neue Mod. Endlich. Muss man dazu sagen, endlich ist es mal passiert. Es gibt Bordflugzeuge. Endlich. Lange mussten wir warten. Und es gibt, ihr kennt ja alle den TPF Adventskalender. Und jeden Tag immer um 8 Uhr morgens eine neue Mod. Und ja, jetzt ist es soweit. Jetzt können wir uns endlich mal neue Flugzeuge hier raussuchen. Das werden wir jetzt auch mal machen. Ja, hatten wir eine Beechcraft, haben wir hier. Ich möchte ganz gerne eine Cessna hier fliegen lassen. Hier ist eine kleine Cessna. Wer kennt sie nicht? Jeder kennt hier eine Cessna. Immer noch ein paar Privatjets, hier noch ein paar andere kleine Flugzeuge. Wir werden jetzt noch ein bisschen mehr drauf machen, aber die Cessna wird jetzt erstmal ersetzt. Obwohl, wir machen es anders. Die Maschine letztlich nichts. Geht weg. Verkaufen. Wahrscheinlich startet es jetzt durch. Oh ja, schön, sie startet durch. Auch ein gutes Bild. Und wir verlassen das hier. Wird jetzt hier ein bisschen lauter, meine Freunde, durch den. Nee, sagen wir. Durch die Züge, die hier unter uns durchfahren. So, hier ist die Cessna. Zack, ab auf die Linie. Gucken wir uns die Kleine mal an. Ne, wir machen das mal hier hinten. Hier ist das mir zu laut. Den Flughafen, den müssen wir natürlich auch noch anbinden hier. Der ist halt ja noch gar nichts. So, auch nochmal eine Cessna drauf. Eine Beechcraft könnten wir natürlich auch draufsetzen. Aber nehmen wir hier nochmal eine Cessna. Ist egal, wir können ein paar mehr Flugzeuge draufsetzen. So. Hier hören wir sie. Eine klitzekleine Cessna. Endlich gibt es diese Flugzeuge. Ja, also wie gesagt, Link dazu ist jetzt nicht in der Videobeschreibung, weil ihr müsst einfach nur ins Transportführer-Forum gehen. Da habt ihr direkt auf der Startseite den Adventskalender und da werdet ihr alle Mods finden. So, gut, dann würde ich sagen, kommt dann aber noch ein kleines Flugzeug. Haben wir hier eine Beechcraft Model 18. Wie schnell ist die Cessna überhaupt? Wow, 200 Stundenkilometer. Der fliegt sogar 126 nur hier. Ein DA-20, was auch immer das ist. Kann hier auch noch rauf. Und dann hier noch so eine Beechcraft. Aber hier eine Bücker Jungmann. Die gehört. Wissen wir was, Beechcraft, die finde ich ja ganz schlecht. Und dann, die schicken wir jetzt mal hier noch auf die Reise. Da die alle unterschiedlich schnell fliegen, wird sie das auch schnell verteilen. Gucken wir mal gerade hier und dann fliegen wir mal mit am Start. Achso, das ist so eine Maschine mit diesen. Diesen V-Leitwerk. Hier eine kleine einmotorige. Perfekt. So, jetzt uns hier mal gerade rein hier in die. Wir machen es schöner. So. Genau. Alle Klappen sind schon ausgefahren. Und dann gibt Gummi. Oh nein, meine Zeit. Schade. Out. Ja, und jetzt fliegen wir hier, und direkt schon die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Fliegen wir hier schon mit 200 Stundenkilometer jetzt erstmal Richtung. Oh, was ist denn das? Wie heißt denn der Flughafen hier denn überhaupt? Ich weiß nicht, nennen wir den einfach Flughafen Nienburg. Wahrscheinlich heißt er noch Lokum Süd, ja genau. So, da würde ich jetzt hier aber noch gerne ein größeres. Also wir sind eins, was ein bisschen größer ist. Ich weiß, dass es in Minden auch viele Privatjets gibt. Aber ich habe jetzt hier keine
Na, sagt schon. Eine Betonpiste. Deswegen möchte ich das nicht. Ich glaube, wir werden trotzdem die Orient Merkur. Die wird trotzdem die DC3, die lassen wir drauf. Machen die dunkelblau. Und schicken die eine. Jetzt mal. Dunkelblau. Schicken lassen die auf der Linie. Genau. Ein etwas größeres Flugzeug. Schade, ja nicht. Ja, und jetzt haben wir hier. Und wir umfliegen noch an die Cessna. Genau, jetzt fliegt man hier schön gemütlich. Rechts sieht man schon Minden. Das ist schon richtig gut. Das langsam nimmt das also vor, man dachte, ich bin ja hatte wenig Zeit, aber jetzt wird es langsam mehr. So, perfekt. Haben wir das auch schon abarbeitet? Wo ist jetzt hier nochmal ein schöner Zug? Wir begegnen sich gerade. Ist das so geil. So schade, dass wir jetzt halt nur 3 Wagen draufsetzen können. Hier wird es gehen, aber im Minden passt es platztechnisch einfach nicht. Ja. So fahren die Züge jetzt hier im Moment hin und her. 2018. Gut, oh, man müsste mir jetzt alles schreiben, was man gerade wegmachen. Ja, meine Freunde. Dann würde ich sagen, können wir jetzt gerade noch machen in den letzten 5 Minuten. Hier hinten haben wir schon mal angefangen, das alles hier so ein bisschen zuwuchern zu lassen. Ja. So. Das ist gut. Das muss alles noch fertig werden. Vielleicht finde ich jetzt irgendwann nochmal wieder ein bisschen mehr Zeit, um das hier zu machen. Über die Feiertage, weil ich muss ja Anfang Januar wieder aufs Schiff. Und ich weiß gar nicht, wie ich das mit dem Vorproduzieren machen soll. Weil, ich ja nun die Season hier habe, jetzt noch Livestreams mache. Und ich wollte eigentlich an den Feiertagen auch 1-2 Livestreams machen. Und ja. Mal gucken, wie wir das machen. Ich bin ja mindestens 12 Wochen wieder weg, also ich muss ja echt viel. Jetzt finde ich 24 Folgen. 24 Folgen vorproduzieren möchte. Damit dann 2 Folgen pro Woche kommen. Sonst muss ich halt wieder nur eine Folge pro Woche machen. Ist nicht so schön und hoffentlich ist danach das Spiel, der Spielstand hier weg. Ich werde, bevor ich aufs Schiff gehe, auf jeden Fall die ganzen Mods saven. Eine Sicherheitskopie von allen Mods machen. Und dann kommt ja bald auch noch der Thank You Patch. Hoffentlich zerschießt er da nicht alles. So eine Sache, ne? Ja. Textur auflegen. Weil das ist mir ja nicht auch alles bewachsen hier. Mit Büschen. Beziehungsweise nicht mit vielen Büschen, aber mit so ein paar halt. So. Kann man halt kann man so ein bisschen. Bisschen farbliche Absätze da reinbekommen. Immer aufpassen, dass wir nicht übertreiben. Soll ja alles noch einigermaßen aussehen. Jetzt hier mal so ein bisschen dunkler den Kram noch mal machen. So. Jetzt schreiben die mir hier alle. Jetzt warten. Hat wichtige Dinge zu tun. Ja. Das schon mal echt gar nicht so schlecht aus. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja, diese kleinen Texturänderungen. Manchmal die machen da echt schon was aus. Ja. Perfekt. Diesen Zug komme ich noch nicht hinweg, also der hat es mir echt angetan. Sehr schön. Wie viele Gleise wir haben und wie viele Züge hier noch fahren könnten. Er ist auch schon echt ziemlich alt. Den Zug möchte ich auch irgendwann mal fertig kriegen. Jetzt werden wir da schön rüberfahren. So, aber jetzt machen wir das hier noch zu. Kann auch nur von mir sein, hier wird gerade zu viel geschrieben. So.
Ich muss eigentlich noch ein großer Parkplatz hin auf die Innenseite. Man darf man nicht, wenn man so anfängt, Bäume zu setzen. Wie gesagt, das sieht jetzt alles sehr wild und frei aus. Aber nachher, wenn das alles fertig ist, dann sieht das gar nicht mehr so schlecht aus. Auch wenn man jetzt denkt, oh, jetzt sind einfach nur so billig ein paar Bäume hingeklatscht. Aber nachher, wenn du da mit dem Zug vorbeifährst, dann kommt es halt auf diesen Teilkram. Wenn ich jetzt hier halt noch so ein bisschen Gras hinsetze, sieht schon mal gar nicht mehr so schlecht aus. Wenn man im Zug sitzt und dann da vorbei fährt, darf jetzt aber auch nicht übertreiben, weil die haben natürlich auch immer Textur. Textur, überall ist Textur. Aber verleiht dem Ganzen nochmal so ein bisschen Lebendigkeit. So. Ein Grasbüschel hinstellen. Kann man nachher nochmal ein paar Tiere hinsetzen. Alles am Ende noch so ein bisschen feiner ausschmücken. Das mache ich dann aber alles mal, wenn ich so ganz in Ruhe bin. Weil das ist halt alles nochmal wirklich viel Zeit. Und auch die Ideen musst du haben. Oder halt die ganzen einzelnen Pflanzen dann so hinsetzt. Aber hier kannst du eigentlich immer schön mal lang ziehen. So. Ja, das sieht mal gar nicht schlecht aus. Hier mit dem Zug lang fährt. Hat doch schon mal was. Ja, meine Freunde. War eine witzige Folge. Wenn es euch gefallen hat, wisst, was zu tun ist. Und da würde ich mich freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Beim nächsten Mal. Bis dahin. Haut rein, euer Mr. Bowser. Ciao.